Hallo Freunde, herzlich willkommen zurück bei Opa Helmi, herzlich willkommen zurück bei Russian Fishing 4, ja. Wir wollen heute, wir sind übrigens immer noch hier am, am Lager, wo wir so gerne das Feuer machen, am Lagerfeuer. Und ich habe gedacht, machen wir mal Amore angeln mit Grumbären und da ich die letzte Amore hier gefangen habe, hier auf dieser Brücke, na, da habe ich gedacht, dann gehe ich gleich auch mal hier direkt auf diese Brücke hier und guck mal, ob ich hier auch vielleicht Amore finde. Und ja, und dann schauen wir mal. Ja, also Amore beißt nicht so richtig toll, also da werden wir heute keine 20 Fische fangen, denke ich mal, aber ist egal. Ne? Wenn wir wenigstens 2-3 fangen, so hier, dann sollen wir hier schon mal gucken. Soll ich auf das Geländer laufen, aber das ist total gefährlich. In deinem Alter macht man solche Sachen nicht mehr. Also wirklich, so, ne. 4, genau. Ja, genau, und Kartoffeln müssen dran sein, sind ja schon, oder? Sind doch Kartoffeln, oder? Kartoffelwürfel, ja. Genau. Die brauchen wir für die Amore. Weil letztes Mal habe ich auch auf Kartoffel Amore gefangen und sonst habe ich aber noch nie Amore gefangen. Und deswegen machen wir das jetzt. So, hier, da, zack, rein. Zup. Und, ja. Da tanzt da rum. Ja, da bin ich mal gespannt, ob wir hier irgendwo was fangen. Und sonst gehen wir nachher auf jeden Fall zurück hier hin. Weil hier habe ich einen gefangen. Da sind wir jetzt. Aber hier habe ich einen gefangen. Ein klein und 400 Gramm oder was, aber ist egal. Jetzt haben wir mal was anderes. Wir müssen auch mal andere Fische fangen, oder? Ist auch richtig. Ich sag euch das. Und das ist sowieso einer meiner Lieblingsstellen da auf dem Wasser. Auf der Brücke, meine ich natürlich. Ne? Da ist immer viel. Amore ist immer gut. Ja, sicher. Fragt die Opa. Mit Amore kennt ihr sie ja aus. Was? Was ist denn jetzt los hier? Das Gespräch das gleitet gerade total ab ins Unanständige. Das ist ja nicht mehr jugendfrei, Opa. Sie sind entlassen. Wie, was? Von meinem eigenen Kanal? Ja, raus hier. Wir suchen einen anständigen Angler. So war. Ja, also wie gesagt, jetzt, das ist eigentlich immer so, was ich so gern habe. Passiert gar nichts, man muss einfach warten. Und, man holt nicht ein Fisch nach dem anderen raus. Das finde ich immer ganz gut. Wobei die Frage, ist hier überhaupt einer, ne? Oder zwei oder drei, ne? Wenn jetzt hier... Ich meine, ist ja jetzt schon 30 Sekunden her, dass ich den da reingeworfen habe. Ich bin schon wieder unruhig, ne? Vielleicht sollen wir mal ein bisschen weiter so... Hier so. Ein bisschen weiter so, wo ein bisschen tiefer ist. Weißt du, was ich meine? So. Ist das jetzt tiefer? Ist das jetzt besser? Sag mal. Wo ist denn? Da. Ja, jetzt bist du ja gar nicht im Grün. Das ist... Ah, guck mal. Oh ja. Oh, guck mal. Oh, Opa. Oh, hol den Kescher raus. Ja, guck mal. Da, ein Amore. 205 Gramm. Aber immerhin. Wir haben den ersten Amore gefangen. Dann machen wir gleich weiter hier. Das ist ja super. Guck mal hier, von der Brücke aus kriegt man die gut. Da ist noch eine dritte Brücke, ne? Hier, vielleicht kriegt man die hier auch. Weil die sind hier für eine Wassertiefe. Auch halben Meter, ne? Na, hier ist anderthalb und da ist nur einen halben Meter. Ist vielleicht nicht tief genug. Ich denke mal, hier wird auch anderthalb sein, ne? Ich muss gucken, ich muss meine Pose im Auge behalten hier. Beißt ja eine Amore nach der anderen jetzt vielleicht. Das ist jetzt Pfennigkram. Es geht nur einfach darum, ne? Dass wir einfach mal wissen, dafür sind die Kartoffeln. Da kann man Amore mitmachen, fangen. Das ist ja super. Ne? Weil, ihr seht ja im Chat da, weiße Amore, 6 Kilo. Weiße Amore, 6 Kilo, also... Hier sind Amore drin und ich habe mich immer gefragt, womit fangen die denn? Und ich habe vor 3 oder 4 Folgen mal irgendwann habe ich mal Kartoffel reingeworfen, kurz bevor ich aufgenommen habe. Und habe gedacht, mach mal an der Stelle, mach mal Kartoffel, mach mal Käse, guck mal, vielleicht beißt ja mal irgendwas.
Und da war tatsächlich eine am Moore dran. Und deswegen habe ich jetzt gedacht, ja, ne? Das ist aber der Wind. Guck mal, 6,3 Meter in der Sekunde. Das ist der Wind, der uns da raustreibt. Aber das nicht, das ist der Fisch. Der uns hier, der Bund mit uns treibt. Ja, komm schon. Ja, komm. Zack. Guck mal bei den Opa. Der haut aber ab. Der will es aber wissen. Freund. Ja, und jetzt? Ja, du musst zu mir kommen, Fisch. Komm schon. Ah, Schnurbruch. Das war garantiert ein großer. Das ist auch von hier oben vielleicht ein bisschen kacke. Vielleicht sollte man von unten. Lass uns mal hier runtergehen. Lass uns mal hier unten gucken. Toll, Schnurbruch. Toll. Ja, toll. Das ist ja ganz toll hier. Guck mal hier vom Boot aus vielleicht. Hier so. Das ist ziemlich weit weg, ne? Das ist da irgendwo gewesen, oder? Hier irgendwo. Hier irgendwo war das. Da, hier oder hier. Hier so irgendwo war das. Jetzt müssen wir erstmal unsere Angel wieder hier. Menno. Nee, das ist ja die falsche, Mensch, Opa. Guck doch mal, pass doch mal ein bisschen auf. Guck mal hier. Da. Guck mal. Gar keine Pose, nichts mehr. Ey, der hat alles mitgenommen. Weißt du Bescheid? Was das für ein Monster-Feature war? Ja, toll. Ja, und jetzt? Jetzt nehmen wir hier eine normale, einfache. Komm. So. Was? Ach, nicht notwendig. Ja, genau. So, wir nehmen hier wieder einen Achterhaken. Hier, wir nehmen mal so einen einfacheren. Ich glaube, ich werde hier vielleicht noch den einen oder anderen verlieren. Hier, so Kartoffelwürfel. Zack! Benutzen. Jawohl. So, und jetzt hier reinwerfen. Hopp! Und jetzt Z für Lupe. Da. Mann, ey, du hast meine schöne Pose, die war so schön. Die hat er mit weggerissen. Der Schweinehund. Naja, besser so, als wenn die Angel bricht, ne? Wer weiß, wie viel Kilo der hatte. Und dann hier oben hochziehen auf die Brücke, ist ja natürlich keine so super gute Idee, ne? Ist ja mal klar, ne? Da kannst du dann auch schlecht weglaufen. So hin und her oder so, oder was auch immer. Ah, jetzt, ey, das ärgert mich. Ich will die eine andere Pose haben. Ich könnte mir gleich eine neue Pose kaufen. Verdammt. Pack. Wie kann der mir die denn auch noch die Pose klauen? Also wirklich. Du bist ja ein Posendieb. Fisch. Komm her, beiß sofort nochmal an. Diesmal hole ich dich raus. Da war bestimmt so ein 10 Kilo. Muss ja. Muss ja. Die Schnur ist ja für 5 Kilo ausgelegt. Oder 5,5. Der muss ja 10 Kilo gehabt haben. Wenigstens. Mindestens, denke ich mal. Ja, jetzt. Ja. Die Frage ist. Weißt du, was jetzt die Frage ist? Bin ich hier richtig überhaupt? Das ist jetzt die Frage. Ne? Weil das ist die Frage aller Fragen. Menno, 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 Menno. Man sieht die Entfernung nicht so richtig. Guck mal, hier muss man mal eben hier gucken. Da ist das. Hier, ich müsste eigentlich ein bisschen hier mehr da und da so hin. Mehr so da so hin. Hier, denke ich mal, muss ich mehr so hin. Nicht so weit. Ja, da ist, glaube ich, viel besser. Ich glaube, da bin ich deutlich besser angebracht. Also stationiert, sage ich jetzt mal. Wie man so im Militärbereich sagt. So, jetzt. Hau rein, Fisch. Komm, du willst doch auch. Verdammt, ey. Da haut der Amore mich. Haut er ab mit Pose, mit allen Schnicki-Schnacki. Unglaublich. Was für eine Frechheit. Er wäre bestimmt chatwürdig gewesen. Da fängst du erst so 200, 300 Gramm und dann hast du da so ein 10 Kilo dran. Da. Wir haben wieder ein. Ja. Beiß ruhig an. Beiß ruhig an. Komm her, mein Kleiner, komm.
Du willst es doch auch. Komm. Ich muss mal eben kurz auf lautlos machen. Aber jetzt bin ich wieder da. Ja, habt ihr gesehen? Und der ist irgendwie ist er wieder abgehauen, ne? Der hat nur ein bisschen rumgeschnuppert an den Kartoffelchen und dann ist er, hat er gesagt, nee, Kartoffelpü ist mir lieber. Und dann ist er abgehauen. Na, sowas. Und das nennt er Amore, also sowas wirklich. Sowas Liebloses. Echt, das darf doch nicht wahr sein. Na komm, dann eben einen anderen. Ich will sowieso den Großen wieder haben, den wir gerade hatten. Der hat mir meine Pose geklaut, verdammt. Monsterfisch. Das war bestimmt ein Monsterfisch, so ein Zombiefisch. Ach, guck mal, da ist er wieder. Oder ein anderer, was auch immer. Ja, komm ruhig, komm, komm, komm. Komm schon, komm. Komm schon. Ja, ja, du musst auch mal richtig, ne? Mal zu lang. Mit deine Kiefers. Jetzt? Ja, guck mal, da, jetzt. Jetzt müsste man haben. Komm, hol ihn raus, den Kleinen da. 1,3 Kilo, na immerhin. Ist ja schon mal, ne, ein Anfang. Für einen Monsterfisch. Ach, ich wollte mir doch die andere Pose wiederholen. Das muss sein. Also ich gehe da gleich zum Fischgeschäft und dann hole ich mir die. Das ist ja wohl keine Frage, ne? Die sehe ich auch nicht so gut. Die andere sehe ich viel besser. Oder habe ich gesehen, die ist ja weg. Jetzt, die haben sie mir ja praktisch... Das war ja Mundraub, da kannst du ja nichts machen. Der Fisch hat den ja praktisch mitgenommen einfach. Der fand die auch schön. Der hat bestimmt in seinem Zimmer, hat er so eine Vitrine, da hat er ganz viele Posen drin von der Anglers. Und Blinkers und alles, was er so abgerissen hat schon. Der hat so ein kleines Museum bestimmt. Vermute ich mal. Ich denke mal, das ist nah an der Wahrheit. Na komm. Ja, man muss bei denen echt ein bisschen Geduld haben. Das ist ein bisschen ein Problem, ne? Gerade wenn man aufnimmt. Wenn ich sonst so für mich angel, ist das eigentlich so, ach ja, dann lehne ich mich zurück und dann, guck mal, da ist wieder einer. Ja. Hier ist eine gute Stelle. Das sage ich euch so, das ist eine gute Stelle hier. Da brauchen wir gar nicht rüber zu der anderen Stelle. Das ist hier ist schon super. Hast du ihn? Kannst du ihn mal einfangen vielleicht? Das wäre super nett. 1,3 Kilo, na guck. Ich glaube, der ist noch nicht mal schädwürdig. Ja, ja. Na, wollt ihr machen. Aber ich bin trotzdem begeistert. Mal was anderes fangen, siehste? Amore-Fische. Vielleicht auch mal einen schwarzen Amore, das wäre auch schön. Der ist schon wieder ein bisschen weit, oder? Meine ich das nur. Ich glaube hier so an dem Rand direkt hier, da ist glaube ich besser. Ach komm hier. Wir holen den noch mal rein hier, machen wir noch mal einen neuen Wurf. Neuer Wurf, neues Glück, neues Spiel. Ihr wisst schon, ihr kennt das doch. So, jetzt hier, zack. So, zack, habe ich gesagt. Beiß an, zack. Na komm. Naja.
Läuft. Läuft bei uns. Auf jeden Fall. Guck mal, Donauhering kann man hier sogar fangen. Weil der Teich hat bestimmt eine direkte Donauverbindung. So, eine WLAN-Donauverbindung. Gehe ich mal von aus. Muss ja, sonst würde das ja nicht gehen. Wie sollte man sonst hier einen Donauhering fangen können? Da hat bestimmt irgendwann mal einer so eine Flasche Wasser aus der Donau hier reingeschüttet und dann hat er gesagt, so. Jetzt ist das auch praktisch die Donau, mehr oder weniger. So wird es gewesen sein. Man muss da realistisch bleiben, genau so ist es doch. So. Na? Beißt du oder nicht, oder was? Oder wie, oder was? Was sagt denn die Uhr? 9.40 Uhr. Eigentlich eine gute Zeit für Amore. Na. Nee. Jetzt tut sich nichts mehr. Ich glaube, so viele sind hier nicht an einer Stelle. Kann das sein? Ich kenne mich damit überhaupt nicht aus. Hat man die, wenn man 3, 4 geangelt hat, hat man dann alle gefangen, die da an der Stelle sein könnten? Oder so? Aber den einen großen, der müsste doch hier noch rumspringen. Der Chef vom Ganzen. Guck mal, da ist wieder einer. Man muss nur Geduld haben, habe ich ja gleich gesagt. Von Anfang an war das doch mein Reden. Oh, mein lieber Mann. Guck dir das mal an, was für eine Belastung. Das ist wieder so ein großer. Gleich ist er wieder weg. Gleich ist er wieder weg. Guck mal, der ist schon rot. Ich würde ihn ja gerne drillen, aber geht nicht. Oh Mann, ey. Komm, dann müssen wir noch mal ein bisschen locker lassen. Ach, ich habe ganz losgelassen. Trotzdem hat er die Schnur abgerissen. Ja, ich glaube, das ist doch nicht die richtige Angel für die großen Fische hier. Für die Amore-Fische. Das ist ja vielleicht blöd. Aber die, guck mal, dieses Mal hat er mir wenigstens Zingens da gelassen. Wenigstens hat er den Schwimmer dran gelassen. Was? Ach, wieso drücke ich denn immer dahin? Da weiß auch keiner so genau, ne? So, dann nehmen wir mal einen etwas größeren Haken. Oder? Komm, wir nehmen mal hier den ganz großen, den Zweier, genau. Komm, gucken, ob wir da... Ja, da passt die Kartoffel auch noch dran. Wunderbar. So, jetzt aber. Jetzt zeigt's. Wobei, das hat ja nicht am Haken gelegen, ne? Das hat einfach daran gelegen, dass er einfach zu groß ist für die Route, ne? Und der ganze Mama, du weißt, ich habe ihn ganz losgelassen und trotzdem hat die komplett mitgenommen. Ne? Zum Glück ist die Schnur gerissen. Und nicht, ne, die Angel beschädigt. Das ist schon mal viel wert. Guck mal, zweimal Schnurbruch, ey. Mann. Uns fehlt einfach noch ein bisschen Silber. Wir müssen doch wieder auf kleinere Fische gehen. Wir müssen erst ein bisschen Silber sammeln. Dass wir uns eine bessere, stabilere Angel kaufen können. Mit einer stabileren Schnur und dann können wir die auch rausholen. Ich weiß nicht, oder man nimmt vielleicht eine Grundangel. Da kann man ja drillen dann, ne? Das könnte man auch mal versuchen. Ob damit Auffangen möglich ist. Das weiß ich nicht. Ob die auf Grund gehen. Also ich habe die jetzt hier auf 17 cm stehen. Das heißt, ich bin fast an der Oberfläche mit dem Köder. Wenn ich jetzt damit auf den Grund gehe, weiß ich nicht, ob der da überhaupt dran geht, ne? Der Amore-Fisch. Da habe ich mal so meine Zweifel. Naja, das ist natürlich jetzt so eine Sache. Aber ihr seht, es geht. Und wir können die auch hier fangen, auf jeden Fall. Nur wie gesagt, das müssen wir noch ein bisschen nach hinten verschieben. Weil, dass sie uns jedes Mal hier alles klauen, das ist natürlich, ne, das ist natürlich auch im Endeffekt eine teure Angelegenheit. Selbst wenn es nur Pose und Haken ist, aber auch das sind schnell mal 15 Silber, die dann da, ne, versilbert sind.
Und dann gleich zweimal, das sind schon 30, da muss er schon eine Menge Rotaugen für rausholen, ne, um das wieder aufzufangen. Naja, ihr Lieben, wir haben es versucht und ich überlege mir was, mal gucken. Vielleicht werde ich nächstes Mal wirklich nochmal hier versuchen, mit der Kartoffel auf den Grund zu gehen. Aber für heute machen wir mal eine kürzere Folge, lassen wir es mal gut sein. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen und ich hoffe, ihr bleibt mir gewogen. Petri Hall, bis dann, euer Opa Helmi. Tschüss.